Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus deinem Zentrum für die selbstbestimmte Geburt. Mein Name ist Marleen Schürmann und gemeinsam mit vielen spannenden Gästen begleite ich dich durch diese super aufregende und besondere Zeit. Ich freue mich sehr. Heute habe ich nämlich meinen ersten echten Gast hier im Podcast und vielleicht auch auf YouTube. Das schauen wir dann mal. Das ist die liebe Amelie. Amelie ist eigentlich eine Kollegin von mir. Amelie ist auch Yogalehrerin. Und wir haben uns eigentlich gerade so vor, ich weiß nicht, 8 Wochen wieder getroffen. Amelie ist mit ihrem zweiten Baby schwanger und war schon zur Geburtsvorbereitung mit ihrem ersten Kind bei mir. Das ist ja bestimmt so 18 Monate her. Und ja, du hattest eine tolle Geburt. Du hast mir jetzt ja neulich gerade nochmal deinen Geburtsbericht geschickt und ich fand den so toll. Und da dachte ich mir, diese Frau brauche ich in meiner ersten Geburtsgeschichte, die ich dann eben sozusagen mal online stelle. Und Amelie hat im Geburtshaus entbunden, hat das eigentlich auch wieder vor jetzt mit der Geburt ihrer Tochter. Allerdings, als ich sie das letzte Mal gesprochen habe, lag das Baby noch in Beckenendlage. Amelie, ist das immer noch so? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht? Nee. Also der Taftbefund zumindest von meinem Hebammen letztes Mal konnte mich beruhigen und sie sagte, sie hat sich gedreht. Oh, wie toll. Ich drücke die Daumen, dass das so bleibt. Wir hatten nämlich vor ein paar Tagen hatten wir uns gesehen, da hatten wir den Paarabend von unserem Geburtsvorbereitungskurs und da warst du ja noch so ein bisschen so, und wenn es die Beckenendlage ist, dann ja, wird es eben das Krankenhaus. Und dann hatten wir da noch so kurz drüber gesprochen, wie wichtig es aber auch ist, immer offen zu bleiben für das, was kommt. Ja. Aber erzähl doch mal, als allererstes würde mich einmal interessieren, und ich glaube, das interessiert wahrscheinlich auch die Frauen, die heute zuhören, die vielleicht noch gar nicht so ganz entschieden sind, wo sie entbinden möchten, ob im Geburtshaus, zu Hause, im Krankenhaus. Wie kam es denn bei dir und deinem Mann, bei Leon, dass ihr euch fürs Geburtshaus entschieden hattet? Also den Gedanken hat man natürlich so ganz am Anfang, wenn man erfährt, dass man schwanger ist, noch gar nicht. Da ist irgendwie erstmal so die Überraschung und Freude und Schock und alles groß und eigentlich konnte ich da noch gar nicht so richtig an Geburt denken. Aber man bekommt ja immer von allen Seiten eingetrichtert, du bist schwanger, kümmere dich sofort um eine Hebamme, damit du da am Ende nicht ohne dastehst. Und das habe ich dann auch relativ schnell gemacht und habe eine ganz tolle Hebamme gefunden. Das war die auch die Hebamme von einer Freundin von mir, die sie mir empfohlen hatte. Und mit der habe ich mich dann relativ schnell getroffen. Und die fragte mich dann natürlich, hast du dir schon Gedanken gemacht? Möchtest du ins Krankenhaus gehen oder wie stellst du dir die Geburt vor? Und bei der Frage war für mich dann eigentlich sofort klar, ich kann mir es eigentlich nicht so gut im Krankenhaus vorstellen, weil es für mich gar nicht so sehr im Krankenhaus verortet ist, weil ich von meiner Mutter weiß, dass sie uns alle drei zu Hause geboren hat. Also echt 3 Hausgeburten hatte. Nun ist meine Mutter leider verstorben vor 7 Jahren und ich konnte sie dementsprechend nicht mehr fragen und vor 7 Jahren war ich noch weit vom Kinderkriegen entfernt. Deswegen habe ich mit ihr da auch leider nie drüber gesprochen und irgendwie einen Erfahrungsaustausch gehabt. Genau, aber hatte irgendwie dann trotzdem, glaube ich, dadurch so ein bisschen das Selbstvertrauen, dass das auch zu Hause funktionieren kann und gar nicht so sehr Krankenhaus verortet ist und meinte dann zu Annabelle, ich würde eigentlich voll gerne ins Geburtshaus gehen, weil zu Hause war mir so ein bisschen zu krass so fürs erste Mal. Und dann sagte sie, ja, dann musst du dich aber ganz schnell drum kümmern, weil eigentlich gibt es in Hamburg nur 1. Oh, okay. Weißt du, in welcher Woche du da warst? Also wir haben es erfahren, relativ spät erst, dass ich schwanger war, ich glaube in der 8., 9. Woche oder so. Und dann muss das so, ich glaube, es war auf jeden Fall nach der 12. Also ich glaube so 14., 15. oder sowas. Okay, ja stimmt, da wird es ja wirklich dann auch höchste Eisenbahn. Also das wird ja auch irgendwie von Jahr zu Jahr auch noch schwieriger, wirklich eine Hebamme zu finden und so. Ich weiß, also mein erster Sohn ist ja 16, da hast du irgendwie in der 25. Woche mal angefangen, nach einer Hebamme zu suchen und hattest dann auch noch eine Auswahl. Das ist ja mittlerweile wirklich so, dass du das am besten wirklich angehst, wenn du erfährst, dass du schwanger bist, so ungefähr. Ja, das ist eigentlich gar nicht meine Art, irgendwie so vorschnell alles fertig zu organisieren und ich
lass mir eigentlich immer Zeit und bin dann eher so Typ letzter Drücker. Ja, ich glaube, das fällt auch wirklich ganz vielen Frauen so schwer, auch dieses sich mittlerweile schon zum Rückbildungskurs anmelden, bevor das Baby da ist und diese ganzen Sachen, das ist schon ein bisschen verrückt, ja. Ja, voll. Total. Nee, genau. Aber so war das dann. Und dann hast du eben dann auch tatsächlich noch einen Platz im Geburtshaus bekommen. Genau, da waren wir beim Infoabend und dann hieß es irgendwie, hey, für November, das war unser errechneter Geburtsmonat, sind wir schon voll. Und daraufhin gingen tatsächlich ein paar Paare dann einfach von dem Infoabend, weil sie dachten, okay, dann vergeuden wir unsere Zeit hier nicht. Und Leon und ich sind dann zum Glück geblieben und dachten, wir hören uns das trotzdem mal an. Und am Ende kam dann nochmal eine Frau rein und sagte, ach, tragt euch doch mal ein, wenn ihr möchtet und wir setzen euch dann auf die Warteliste. Super. Ja, und dann sind wir irgendwann, es hat dann auch lange gedauert, aber dann sind wir irgendwann vorgerückt und haben dann diesen Platz noch bekommen. Super. Ja Mensch, manchmal soll es dann auch so kommen, ne? Das ja. Heißt, ihr habt euch auch überhaupt kein Krankenhaus angeguckt, ihr wart nie bei einem klassischen Infoabend. Das haben wir dann tatsächlich. Okay. Genau, weil es war dann ja erstmal nicht klar, ob wir diesen Platz kriegen und dann, weil ich mich dann schon so ein bisschen mit dem Gedanken angefreundet hatte, dachte ich, okay, ich suche nach einem Krankenhaus, wo irgendwie auch eine natürliche Geburt unterstützt wird und eine Kaiserschnittrate irgendwie niedrig ist und dann ja so die Indikatoren, nach denen man gucken kann. Und war dann bei zwei Krankenhäusern, fand die eigentlich beide aber auch ganz okay, aber war dann froh, dass ich das einfach wieder abhaken konntest. Ja. Plan C oder sowas. Ja. Hinterkopf behalten muss. Ja. Ja. Wobei ich versuche ja auch in unserem oder in meinem Kurs immer wieder auch zu sagen, dass ich glaube, dass wir hier wo wir hier leben, eigentlich wirklich überall tolle Geburten haben können. Egal ob im Geburtshaus oder auch im Krankenhaus. Auch da kann man ja den Hebammen sagen, lass uns hier mal machen. Ich möchte auch nicht jede Stunde untersucht werden. Wobei da geht man ja jetzt eh weg von. Es gibt ja so neue Leitlinien, die da auch jetzt nochmal wieder ein neues Umfeld schaffen. Aber nein, trotzdem ist das natürlich schön, wenn man weiß, das klappt und dann auch so weiß, wo sein Platz ist, wenn es dann losgeht. Das ist ja irgendwie ganz wichtig. Ich finde, das ist mindestens genauso wichtig wie, ich meine, du hast ja jetzt auch schon ein Kind jetzt so für die nächste Geburt. Es ist ja auch ganz wichtig, dass dann zum Beispiel die Geschwisterkinder gut versorgt sind, wenn man sich dann so auf den Weg macht. Das sind alles so Dinge, die einem wirklich ganz wichtig sind, um dann eben wirklich auch so in die Geburt gehen zu können und zu wissen, dass das alles gut geregelt. Ja. Absolut. Ja, super. Ja, Mensch, und dann hattest du ja, als es dann losging, ja auch noch so richtig schön diesen Nestbautrieb und hast direkt noch in der Wohnung gewerkelt und gemacht und getan. Das fand ich auch sehr, sehr lustig, ist auch sehr klassisch. Also, liebe Frauen, wenn ihr so in der 39., 38. Woche plötzlich nochmal so einen richtigen Schub kriegt und alles, weiß ich auch nicht, Betten neu beziehen müsst oder meint, irgendwas muss noch renoviert werden oder so, das kann wirklich schon auch so eine Ankündigung sein, dass die Geburt losgeht. Erzähl doch mal. Also du hast dann ordentlich gewerkelt. Genau, ich habe voll gewerkelt. Wir haben sowieso gefühlt unsere Wohnung hier noch dreimal renoviert. Auf den Flur gestrichen und das zukünftige Kinderzimmer auch nochmal gestrichen, obwohl wir das noch gar nicht eingerichtet hatten und so. Aber hatten irgendwie so das Bedürfnis, hier alles schön auch für uns zu machen, wenn unser Kleiner kommt. Genau, und dann war es irgendwie ein Samstag Nachmittag und ich hatte noch bei eBay Kleinanzeigen irgendwie eine Wärmelampe abgeholt und die haben wir über den Wickeltisch angeschraubt und dann kam Annabelle, unsere Hebamme, nochmal vorbei und wir hatten sie gebeten, einfach einmal zu kommen und zu gucken, ob wir alles haben oder ob sie das Gefühl hat, hey, das sind noch Basics, die ihr noch braucht irgendwie. Und die kam und sagte, nee, es sieht alles voll gut aus und wir haben so das erste Outfit zusammen ausgesucht und waren irgendwie so total froh und dann haben wir gemerkt, okay, jetzt sind wir fertig. Und hast du direkt den Schalter umgelegt und gesagt, okay, ja, Kleiner, ich bin soweit. Muss er irgendwie mitbekommen haben. Leon ist dann zu seiner Bandprobe gefahren, das hat er immer samstags gemacht und ist irgendwie nachmittags los und ich hatte dann hier noch im Badezimmer so ein Projekt, dass ich so eine Eichenplatte noch gelötet habe mit so Wachs und dieses, also ein total überflüssiges Projekt, aber wichtig in dem Moment. Irgendwie dachte ich, wenn ich jetzt nicht fertig mache, dann mache ich das niemals fertig. Saß da noch so die halbe Nacht und habe es fertig gemacht und bin schlafen gegangen und dann bin ich aber
ich glaube, 2, 3 Stunden später oder sowas wieder aufgewacht und habe gemerkt, huch, hier passiert irgendwas in meinem Bauch. Und habe dann auch wirklich direkt gedacht, okay, ich glaube, das sind die ersten Geburtswellen. Also die kamen irgendwie sofort, relativ regelmäßig. Ich glaube, also ich habe echt dann direkt angefangen, auf die Uhr zu gucken, weil wir das ja auch immer gelernt haben. So guck auf die Uhr und guck, ob das irgendwie eine Regelmäßigkeit hat. Und dann waren es irgendwie immer so 6 oder 7 Minuten oder so. Also es ging, rollte so direkt los. Und ich saß dann im Bett und war ja alleine, weil Leon war noch unterwegs irgendwie. Und dann dachte ich so, sage ich ihm jetzt Bescheid oder lasse ich ihm noch mal die Zeit, und war mir ein bisschen unsicher und habe ihm nicht Bescheid gesagt, weil man ja auch immer wieder hört, okay, es geht wieder vorbei und es sind irgendwie nur so die ersten Ankündigungen. Und dann ging es aber so weiter, und ich glaube um 3:30 oder so nachts, also die haben echt immer lange Sessions gemacht, kam er dann nach Hause, sein Bruder war noch dabei und die kamen schon so reingeschlichen und Amelie, warum ist hier Licht an? Und ich saß im Bett und sie angegrinst und ich glaube, es geht los. Und Noel, Leons Bruder, ist dann nur so grinsend wieder rausgeschlichen und nach Hause gegangen. Und Leon ist schlafen gegangen. Ja, das ist auch so lustig, finde ich. Das ist so typisch, dass man sagt, ach komm, leg du dich noch mal ein bisschen hin, damit du da noch ausgeruht bist, wenn es so richtig losgeht. Das ist wirklich so ein Mütterding irgendwie. Aber du hast dann ja irgendwie ganz nett dir die Hypnose angemacht und irgendwie dir das ja auch noch gemütlich gemacht. Ich finde das so schön, dass du dann ja auch so ruhig warst und also ne, nicht sofort so, oh, wir müssen los, sondern eben wirklich ja auch mit dem Wissen, dass es ja in der Regel dann auch immer noch ein bisschen dauert, bis es dann auch wirklich in die entscheidende Phase geht. Das finde ich, hast du irgendwie total schön gemacht, so. Ja, ich hatte ja den Geburtsvorbereitungskurs bei dir gemacht. Und dann auch noch parallel oder ein bisschen vorher einen im Geburtshaus. Und habe von euch beiden Kursleiterinnen immer gehört, lasst euch Zeit und nehmt euch die Zeit und bleibt lieber, solange es geht, zu Hause, anstatt irgendwie sofort in Panik aufzubrechen und dann wieder nach Hause geschickt zu werden. Genau, und dann, es war ja irgendwie eh nachts und ich habe mich noch total safe gefühlt und hatte dann meine Kopfhörer auf, habe deine Hypnose gehört, habe immer versucht, so ein bisschen zu schlummern, so wie es ging. Dämmert dann ja irgendwie immer noch so ein bisschen weg und ja, hat mich irgendwie so gedanklich eingestimmt. Und das war eigentlich total schön, dass es so, dass ich da noch so diese Zeit für mich auch hatte. Finde ich auch. Ich finde, das ist wirklich noch mal so eine, ja, so eine ruhige, besondere Zeit, die es einstimmt. Ich finde, das trifft es ganz gut. Also, und es ist ja auch, das muss man ja auch mal sagen, es ist ja auch so toll, wenn es von selbst losgeht. Wir nehmen das immer so als selbstverständlich, aber alle Frauen, die das kennen, dass eine Geburt eingeleitet werden muss, das sind schon mal andere Voraussetzungen. Und von daher finde ich das ganz, ganz schön, wenn man sich's wirklich noch mal bewusst zu Hause gemütlich macht, so ein bisschen die Ruhe vom Sturm. Und das ist ja auch, mein Gott, du wirst wieder zurückgehen in deine Wohnung. Und wahrscheinlich seid ihr dann zu dritt, sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Und das ist, dein Leben hat sich einmal komplett verändert. Und das mal so in Ruhe, sich noch mal ganz kurz klar zu machen, ich finde, das ist was ganz Wertvolles so. Ja. Und dann habt ihr irgendwann morgens bei deiner Hebamme Bescheid gesagt und gesagt so, wir glauben, es geht los. Wann sollen wir kommen? So, ne? Ich glaube, als es dann gedämmert hat oder so, haben wir das erste Mal versucht anzurufen, einfach um schon mal ihr Bescheid zu geben. Und haben dann auch nicht auf Anhieb, glaube ich, jemand erreicht oder so. Irgendwie hatten wir was vertüdelt mit den Nummern und dachten, Oh, oh da Gott. ist keiner. Nein. Genau, aber dann haben wir Bescheid gesagt und haben Lena erreicht. Das war die diensthabende Hebamme an dem Tag oder in der Nacht. Und die sagte uns dann, alles klar, weiß ich Bescheid. Dann geh doch jetzt noch mal duschen und iss was, wenn du kannst. Und versuche irgendwie noch mal ein bisschen Zeit einfach zu Hause zu verbringen. Und wenn du das Gefühl hast, du willst kommen, dann rufst du einfach nochmal an und dann treffen wir uns im Geburtshaus.
So war dann der Fahrplan. Super, das ist auch ein super Plan. Du weißt ja, das kennst du ja auch aus meinen Kursen, dass die größte Frage immer ist von den Frauen, wann soll ich denn losfahren? Und dann kann ich ja immer gar nicht sagen, genau dann und dann bitte, sondern ich kann immer nur sagen, vertrau mal auf das Gefühl. Du wirst irgendwann das Bedürfnis haben, einfach loszufahren. Und das hast du wahrscheinlich nicht, weil die Wellen so kräftig sind und du das nicht mehr aushalten kannst, und sondern eher, weil du sagst, lass uns mal los. Ich möchte mich da niederlassen, da wo mein Kind kommt, und zur Ruhe kommen. Und es ist wirklich spannend, weil auf diesen Punkt kann man einfach wirklich vertrauen. Das ist so eine Rückmeldung, die ich ja auch immer wieder kriege, dass die Frauen schreiben, Marleen, es war wirklich, wie du gesagt hast, irgendwann wollte ich los. Und ne, das kann bei der einen Frau früher sein, bei der anderen Frau ist es später. Es ist ja auch so ein Sicherheitsempfinden. Die eine kann vielleicht erst loslassen, wenn sie wirklich dort angekommen ist. Die andere sagt, nee, ich bleibe wirklich zu Hause, solange ich kann. Also von daher schön, dass du das auch nochmal so bestätigst, dass du einfach sagtest, so jetzt irgendwann war so das Gefühl und wir wollen los. Ja, absolut. Das war dann irgendwann ganz klar da. Und ihr durftet Krankenwagen fahren mit Blaulicht. Ja, Verrückt. genau. Wir haben halt selber kein Auto und es gibt ja diese Nummer im Mutterpass. Und irgendwie sind wir davon ausgegangen, dass es eher so ein, ja, wie so ein Taxi oder so ist. Keine Ahnung, dass da nicht so ein riesiger Krankenwagen ankommt, aber. Ja, dann kam ein Krankenwagen, so, Rettungssanitäter quasi hier in der Gegend Wahnsinn. gelaufen. Das war dann nochmal so ein bisschen. Action, so alle Ja. Nachbarn am Fenster. Hu. Ja, genau. Oh. Und dann seid ihr ja zum Geburtshaus und wurde da wahrscheinlich wirklich nett empfangen, wie ich das Geburtshaus so kenne. War schon alles so ein bisschen vorbereitet, das Nest ein bisschen gebaut. Erzähl mal. Genau, das war total schön. Also es war dann ja wirklich Sonntagmorgen. Also ich glaube, idealer geht es gar nicht, weil sonst sind da ja auch Kurse normalerweise und irgendwie auch so ein bisschen laufender Betrieb und so. Und sonntags ist da natürlich nichts. Und dann kamen wir da an und die Tür öffnete sich und Lena stand mit einer Tasse Tee in der Hand da und sagte, hey, schön, dass ihr da seid und kommt rein und ich bin dann gleich so zum nächsten Stuhl gestürzt und habe mich daran festgehalten, um die nächste Welle irgendwie zu veratmen. Aber das war so, fühlte sich so ein bisschen an, wie zu einer Freundin nach Hause zu kommen. Also es war so gar nicht ungewohnt oder komisch oder komischer Ortswechsel. Ich kannte den Ort, weil ich da jetzt oft gewesen bin vorher. Und das also war direkt so ein Wohlgefühl, was glaube ich auch total schön ist, so in Ja, Erinnerung das zu ist setzen. toll, einfach wenn man so empfangen wird und jemand so einen erwartet. Und Ja. ich kenne das von meiner dritten Geburt, die habe ich ja mit einer Beleghebamme gemacht und da hatte ich dann eben auch gesagt, so, wir düsen jetzt los. Und da war es auch so, man wurde so empfangen und es ja einfach ein Tee und es wurden einem die Füße massiert. Und weiß ich auch nicht, das ist einfach natürlich ein ganz anderer Prozess, wenn du dann da ankommst, als wenn du jetzt einfach so ins Krankenhaus und dann erstmal diese ganzen Aufnahmeformalitäten da über dich ergehen lassen musst. Wobei das ja auch, das können die Partner ganz gut machen. So, das ist jetzt auch alles überhaupt kein Drama, aber trotzdem ist es natürlich total schön, wenn man da hinkommt und denkt, ach ja, schön, so schön hier Ist zu ja voll sein. gemütlich. Ja, genau. Ja. Ja, und was ich ganz lustig fand, ist ja, dass dein Mann, dass Leon ja lange Zeit gar nicht wirklich geglaubt hat, dass die Geburt wirklich losgegangen ist. Obwohl du ja schon doch wirklich lange dabei warst, Ja. Wellen hattest. Ich nehme das so ein bisschen so, dass du einfach wahrscheinlich mit den Wellen sehr gelassen umgegangen bist. Also eine Welle ist natürlich Arbeit und natürlich spürt man auch was und man muss sich tierisch konzentrieren, aber es ist eben nicht so, ne, jetzt beiße ich die Zähne zusammen und ich bin am Fluchen und ich halte die Luft an. Und darum ist es, glaube ich, manchmal so, dass die Partner das gar nicht so richtig einschätzen können, wie, was ist da jetzt so los? Und das fand ich so lustig, weil er das ja dann auch nochmal auch wohl gesagt hatte, ne? Ich glaube, es fiel sogar zweimal. Also einmal war es hier zu Hause irgendwie, dass er meinte, echt, wollen wir jetzt wirklich losfahren? Bist du sicher? Und ich so, ja, ich bin mir jetzt ganz sicher. Ich möchte jetzt den Ort wechseln. Bitte ruf jetzt den Wagen an. Und als wir dann da waren, fragte er dann, dann hatten wir schon, ich glaube, Lena hatte das CTG an meinem Bauch versucht anzubringen und ich hing immer nur noch so in seinem Schoß irgendwie drin, hatte meinen Kopf so in seinen Beinen vergraben und saß so auf allen Vieren auf dem Boden. Und dann fragte er Lena nochmal, meinte, geht's jetzt wirklich los?
Und sie so, ja, es geht wirklich los. Es ist schon losgegangen. Carlo kommt heute, hat sie gesagt. Und dann war er so, echt, oh krass, okay. Ja, lustig, das ist echt so. Und dann, glaube ich, hast du wirklich aufgeregt. Mm. Ja, das ist super. Und dann hast du ja eigentlich, du bist dann ja irgendwann in die Wanne und hast ja die Eröffnungsphase eigentlich so ziemlich für dich gemacht, ne? Also ich glaube, als dann das erste Mal untersucht wurde, warst du ja schon fast erstaunt, dass eigentlich der Muttermund, glaube ich, fast offen war, oder? Genau, ich war dann in der Wanne und ich glaube, eine halbe Stunde oder sowas erst in dem Raum. Und dann fragte sie mich und meinte, Amelie, ich glaube, es könnte dir ganz gut tun, mal in die Badewanne zu gehen. Willst du das mal ausprobieren? Ich habe die auch schon vorbereitet. Also das hat sie wahrscheinlich vorher alles schon bereit gemacht, dass wir alles mal ausprobieren können. Super. Und roch total schön nach ätherischen Ölen und ich weiß nicht, ob eine Kerze an war, aber auf jeden Fall irgendwie schönes Licht und so. Und dann bin ich in die Wanne gegangen und habe sofort gemerkt, so, okay, hier fühle ich mich voll wohl. Also hatte direkt so ein Wohligkeitsgefühl irgendwie. Und konnte mich da ganz gut reinfallen lassen. Genau, und dann sagte sie, hey, wenn du möchtest, dann taste ich mal. Beim Geburtshaus wird man ja auch nicht direkt vaginal untersucht, wie man das im Krankenhaus, glaube ich, macht, sondern man lässt es irgendwie erstmal alles so geschehen. Und sie meinte, komm, wenn du willst, taste ich mal, weil ich habe da so einen Verdacht. Und dann meinte ich, ja, auf jeden Fall, ich war irgendwie auch neugierig, guck mal. Und dann tastete sie ganz vorsichtig und meinte, der Muttermund ist schon, ich glaube, bei 8 Zentimetern oder so. Wow. Und dann wusste ich ja aus den Vorbereitungskursen, okay, das ist schon, das meiste ist irgendwie schon geschafft von dieser Vorbereitungsphase. Ja. Ja, und dann waren wir irgendwie schon so mittendrin gefühlt. Dann bist du noch einmal raus aus der Wanne, oder? Habe ich das? Genau. Ja, ne? Ja. So von wegen Kreislauf und einfach mal kurz, das macht man dann manchmal. Also man lässt die Frau nicht stundenlang in der Wanne, sondern es ist dann schon ganz gut zwischendrin noch mal kurz. Sie hatte mich einfach einmal, hat mich eigentlich zum Pinkeln geschickt. Genau. Ja, also meinte, hey, probier doch einmal auf Toilette zu gehen. Und dann haben die mich beide wieder, es war gar nicht so einfach, wieder aufzustehen. Und man erstarrt ja auch so ein bisschen unter den Wellen. Und es fällt einem echt gar nicht so leicht, in der Bewegung zu bleiben. Total, das sagt man immer so, ja, da bin ich nochmal raus aus der Wanne, aber was dahinter steckt, unter der Geburt nochmal kurz raus aus der Wanne oder überhaupt einen Positionswechsel, das ist schon auch, braucht man durchaus auch Hilfe. Genau, ja. Stimmt. Und das macht man eben oft, dass man nochmal guckt, dass sich die Blase entleert, weil alles, was irgendwie Platz braucht oder so, das brauchten wir nicht so. Und genau. Und dann bist du aber danach wieder rein, ne? Danach wieder rein und das hat dann, also war tatsächlich der entscheidende Gang tatsächlich. Mhm. Dann bin ich wieder rein und dann ist wirklich 1-2 Wellen später meine Fruchtblase aufgegangen und es ergoss sich so ein Schwall Wasser ins Badewasser. Es sah ein bisschen trüb aus irgendwie. Und dann hat sich tatsächlich alles verändert. Also ich glaube, das ist war dann für mich quasi die Übergangsphase, die dann irgendwie so in einem Rutsch passiert ist, weil glaube ich einfach dann direkt ein ganzes Stück runtergerutscht ist. Und dann wurde es ganz schön intens. So ja, das ist klar, ne? Also wenn das Baby noch in der Fruchtblase ist, dann, ich sag mal, das wabert da natürlich dann so ein bisschen rum und ist so ein bisschen abgepuffert. Und wenn die Fruchtblase dann wirklich auch bei dir ja wirklich mit so einem Schwall sich geöffnet hat, dann drückt natürlich das Baby sofort richtig. Also ich kenne das auch, dann ist sofort ein anderer Druck da und man weiß, okay, jetzt die Geburt verändert sich nochmal. Ja. Jetzt wird es ernst. Jetzt wird es ernst, genau. Und dann ist halt die Übergangsphase doch so, dass die Wellen dann wirklich kräftig werden und man zwischendrin eben auch nicht mehr so die Pausen hat, wie man das so vorher aus der Zeit so kennt. Und aber was ich so spannend fand, war, dass sie dich ja im Geburtshaus auch immer wieder oder dir immer wieder angeboten haben, auch selber mal zu fühlen und zu gucken. Ich weiß, dass das so für Frauen, die sich noch nicht so viel mit Geburt beschäftigt haben, erstmal so ein bisschen komisch, ich weiß gar nicht, ob ich da anfassen möchte. Aber dich hat das ja jedes Mal, also du hast das ja, glaube ich, insgesamt 3-mal am Ende unter der Geburt gemacht, dich hat das ja total motiviert und du konntest ja richtig merken,
wie es eben auch weiterging. Und das finde ich, fand ich ganz, ganz toll und ganz spannend auch. Ja, das war super hilfreich. Also tatsächlich hatte Lena immer so die perfekte Balance zwischen, sie hat uns wirklich in Ruhe gelassen. Also sie saß die ganze Zeit im Badezimmer mit dabei, glaube ich, oder manchmal war sie auch draußen, aber eigentlich war sie so die ganze Zeit bei uns, aber hat nicht wirklich viel gemacht, außer mal ein tönendes Mitatmen irgendwie, wenn sie gemerkt hat, ich bin ein bisschen rausgekommen. Und dann hat sie aber irgendwie für mich immer so in den entscheidenden Momenten immer so kleine Hints gegeben. Und wie eben am Anfang einmal mit der Untersuchung, dann auf Toilette gehen und dann eben mal zu sagen, hey, willst du mal na selber nachtasten und mal gucken, wo das Köpfchen ist. Und dann war ich erst auch, habe ich mich auch erst so nicht so richtig getraut und dann habe ich mich aber getraut, mal hinzufassen und habe dann echt dieses kleine weiche Köpfchen da gemerkt. Und ja, das ist natürlich dann total überwältigend. Und ich glaube, auch Leon hat dann auch mal hingefühlt und hat es auch gemerkt. Und es war so ein total ja, mind-blowing Moment irgendwie, dass man merkt, das Baby, was die ganze Zeit im Bauch war, schiebt sich da jetzt so langsam raus. Oh, ja, und es ist schon so nah. Also es ist ja wirklich dann Genau. nur noch so, also wirklich nur noch so ein kurzes Stück, was dann noch so vor einem liegt. Das ist natürlich noch mal richtig, richtig auch ein Stück, ein kräftezehrendes Stück für uns Frauen, aber trotzdem ist es schon wirklich so im wahrsten Sinne des Wortes greifbar, ne? Ja, Ja. genau. Und das war dann, hat sich dann natürlich immer Stück für Stück verschoben. Ich glaube, am Anfang konnte ich irgendwie zwei Fingerglieder noch verschwinden lassen und war es dann direkt da, als ich nochmal Ja, gespielt habe. Und ja. das ist natürlich super motivierend, wenn du das merkst, dass sich wirklich bewegt, das Baby. Ja, also ich würde auch sagen, liebe Frauen, wenn ihr das jetzt hört, traut euch oder ihr dürft es natürlich auch, ne, wenn ihr eure Hebamme kennenlernt, wenn ihr zur Geburt kommt, ihr ruhig dann schon mal sagen, dass ihr das durchaus auch mal gerne machen würdet und dass sie euch dann daran sozusagen erinnert, weil wenn dir das keiner anbietet, dann fragst du wahrscheinlich auch nicht danach, weil du einfach in dem Moment nicht dran denkst. Ja, Ja. genau, und dann warst du ja im Prinzip. Dann ging ja wirklich die Geburtsphase los, die bei dir ja doch auch noch mal ein bisschen länger gedauert hat. Also du hattest so gesagt, dass du hattest immer so das Gefühl, dass das Köpfchen rutscht runter und wenn die Welle vorbei war, zack, wieder so ein Stückchen zurück. Das hatte dich so ein bisschen irgendwann frustriert, wobei deine Hebammen damit ja ganz zufrieden waren, ne? Genau. Ja, das war dann wirklich so diese Endphase. Geburtsphase oder wie nennt man sie? Also Ja. früher hieß es immer Austreibungsphase. Ich finde, das hat sowas von, ich Ah, ja. vertreibe dich aus meinem Bauch, ich mag das gar nicht. Also ich rede eigentlich immer von der Geburtsphase. Ich glaube, heute hat es noch einen anderen Titel, seit es diese neuen Leitlinien gibt, aber den habe ich jetzt gerade nicht parat. Genau, und da wurde es dann noch mal intensiver und tatsächlich war ich auch von den Schmerzen überrascht. Also ich natürlich auch erstmal darauf eingestellt, es muss gar nicht wehtun, aber es wird wahrscheinlich wehtun. Und für mich war das dann echt so ein Gefühl, dass ich mich erstmal nicht so richtig getraut habe, da so reinzuschieben. Also am Anfang atmet man ja irgendwie eher so drüber hinweg und versucht es so ein bisschen zu ignorieren, irgendwie gefühlt. Und am Ende muss man da ja eher so reingehen, um was zu bewegen. Und dadurch, dass es dann relativ lange gedauert hat und ich relativ viele Wellen hatte, die schon so intensiv waren, habe ich mich dann so langsam, konnte ich mich, es war dann wie so eine Übung, dass ich mich immer mehr und mehr getraut habe und dann irgendwann so den Dreh raus hatte und das Gefühl hatte, okay, so atme ich nach unten und schieb irgendwie das Baby so ein bisschen mit raus. Genau, und dann wollte er aber partout gar nicht rauskommen, sondern ist immer runter und das habe ich auch gemerkt. Und dann war die Welle vorbei und dann hat er sich einfach immer wieder zurückgezogen. Oh. Du hast das eben gerade so schön gesagt, dass sich das eben noch mal so verändert hat, auch dass du dich so eingrooven musstest mit diesem nach unten und dann wusstest du irgendwann, wo es hingeht. Und du hattest so schön dieses Beispiel so in dieser eigentlich in dieser Eröffnungsphase, dass du eben die Wellen wirklich auch als eine Welle gesehen hast. Du bist ja, glaube ich, auch so surfbegeistert.
Und erzähl doch noch mal von deinem Bild. Ich finde, das ist ein super Vergleich. Genau, der Wellenvergleich, den man ja sowieso im Hypnobirthing nutzt, kann man sich ja total auch auf den Ozean übertragen. Also für alle, die mal im Wasser gesessen haben und sich noch nicht so sicher im Surfen sind, also für mich ist es immer so ein Gefühl, okay, da kommt eine Welle. Du weißt aber vorher nie, wie groß sie wird. Also auch wenn das Meer relativ ruhig ist, kann die auch manchmal richtig doll und groß werden. Und wenn man dann die Beherrschung verliert und denkt, scheiße, 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 ich schaff das nicht, dann rollt die dich einfach über und du wirst irgendwo an den Strand gespült und musst sehen, wie du wieder auf dein Board kommst. Und wenn man aber mental sich total darauf vorbereitet und weiß, okay, da kommt die Welle, ich reiß mich zusammen, ich paddel, 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 so doll ich kann und nehme die jetzt total gut, dann springst du aufs Board drauf und fährst in Richtung Strand und dann funktioniert das auch. Und das habe ich, wir kamen tatsächlich gerade aus dem Surfurlaub, das war im Surfurlaub, als wir erfahren haben, dass Carlo schwanger bin. Deswegen war ich noch so voll in diesem Surfmodus drin. Und genau so habe ich das unter der Geburt auch empfunden, dass immer, wenn ich aus dem Atemrhythmus rausgekommen bin und irgendwie gemerkt habe, oh, jetzt kommt eine Wehe und oh nein, nicht schon wieder und aua, aua, dann wurde es irgendwie auch echt heftig. Und dafür war Leon echt gut, dass er mich oft immer nochmal darauf vorbereitet hat und gesagt hat, denk dran, atme tief und mich nochmal an die Ruheatmung erinnert hat und wir zusammen geatmet haben, uns quasi zusammen noch vorbereitet haben und dann kam diese Welle und dann habt ihr sie zusammengenommen, ja. Ja, und dann war es gar kein Problem. Also ich liebe wirklich dieses Bild. Ich werde das jetzt auch in all meinen Kursen, werde ich das so weitergeben, weil ich habe ja selber auch drei Kinder bekommen und ich habe das genau so erlebt, nur dass ich dieses Bild, diese Vorstellung tatsächlich nicht so hatte. Aber ich bin während der ersten Geburt wirklich überrollt worden von diesen Wellen. Ich wusste nicht, wie ich mit denen umgehen soll und das war einfach natürlich total schade. Und bei den anderen beiden Geburten wusste ich einfach, was ich tun kann. Ich hatte mein Werkzeug dabei und dann finde ich, ist es eben genauso, wie du sagst, wenn es einem gelingt, so in seiner Konzentration zu bleiben, in seiner Ruhe, im Hypnobirth wird immer gesagt, seinem Geburtskörper, dann hat man das ganz gut im Griff. Aber wenn man rauskommt, wenn man irgendwie großartig anfängt zu denken oder wenn man auch abgelenkt wird, dann kommt eben die Welle und du bist nicht vorbereitet. Und dann ist es eben genauso, wie Amelie sagt, dann kann sie dich auch wirklich umhauen. Und von daher, ich finde, das ist wirklich ein super Bild eigentlich für diese ganze Eröffnungsphase, also wo der Muttermund von 0 auf 10 Zentimeter geht. Und dann ist eben aber doch auch, finde ich, so wie du es auch beschrieben hast, dass dann in der Geburtsphase sich es eben einfach auch nochmal wieder ändert, weil der Druck dann auch so doll wird. Und das ist ja wirklich auch so ein Reflex, dieses ich muss jetzt mal nach unten schieben und dass man sich da, ja, dass man darauf vorbereitet ist, dass die Geburt sich da eben auch einfach nochmal ändert. Ne? Die Eröffnungsphase ist eigentlich eine Phase, wo der Körper entspannt sein soll oder wo wir dafür sorgen, den Körper zu entspannen, die Muskeln zu entspannen, damit die eben ihren Job gut machen können. Und in der eigentlichen Geburtsphase ist dann eben wirklich dieser Impuls nach unten. Und dann ist eben auch das, was du gesagt hattest, und das hattest du ja auch mir geschrieben, und da bist du auch immer wieder drauf eingegangen, dieses sich am Ende auch trauen. Ja. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, so. Da gehört irgendwie dann echt schon eine Portion Mut dazu, weil natürlich ist alles bis zum Zerreißen gespannt. Mhm. Und Carlo war auch relativ groß, also hatte einen relativ großen Kopf und einfach ja kein winziges Baby. Und meine Hebammen, also es waren dann zu dem Zeitpunkt schon zwei, ab irgendeinem Punkt wird dann eine zweite dazugeholt, die ich gar nicht mitbekommen habe. Also ich habe irgendwie gemerkt, da ist noch eine Person im Raum, aber so richtig mitgeschnitten habe ich das nicht. Und die sagten aber, hey Amelie, das ist das Beste, was gerade für dein Gewebe, deinen Damm und alles passieren kann. Es wird langsam ausgedehnt und
kann sich so, also die, es passiert dann einfach nicht so leicht, dass alles aufreißt, wenn das Baby nicht in einem Schwupps da rauskommt. Genau. So war es dann auch tatsächlich. Also es hat sehr lange gedauert, aber so hat sich Carlo den Weg da so langsam rausgedehnt. Ja, durchgewühlt. Mhm. Genau. Und wir haben ihn tatsächlich immer schon so ein bisschen gesehen. Also man hat dann schon so ein ganz bisschen Kopf gesehen und so ein paar Haare, die so im Wasser wie so kleine Algen haben. Und dann immer, ist halt immer wieder zurückgerutscht. Genau, und dann war aber irgendwann der Moment, wo ich dachte, okay, das wird nichts mehr. Mhm. Ja, ich probiere das jetzt schon so lange und ich glaube, ich war dann auch irgendwann schon echt erschöpft und irgendwie am Ende meiner Kräfte und habe zu Leon und Lena gesagt, Leute, der passt hier nicht durch, ich schaffe das nicht. Auch das ist, glaube ich, so ein Punkt, an den echt viele Frauen unter der Geburt einmal kurz kommen. Und da ist es so wichtig, dass man dann gute Leute an seiner Seite hat, ne? Ja, total. Und dann haben sie mich aber, glaube ich, alle mega angefeuert und beide Hebammen kamen neben mich und wir haben nochmal irgendwie mich aufgerichtet, glaube ich. Ich war dann irgendwie auf den Knien oder sowas und dann meinten sie, komm, jetzt streng dich noch einmal richtig doll an und dann hat es auch geklappt und dann stand der Kopf plötzlich. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt geht er nicht wieder zurück. Und ich glaube, das war so der Punkt, der für mich so die krasseste Grenzüberschreitung irgendwie war. Also man geht ja die ganze Zeit irgendwie so über seine Grenze hinaus gefühlt. Und dann so diese Wehenpause zu haben mit dem Kopf so zwischen den Beinen. Ja, ja, das ist Wahnsinn. Das ist schon. Zumal ja oft dann auch die Pausen nochmal wieder ein bisschen länger werden. Und ich weiß, dass ich manchmal gedacht habe, oh Gott, wenn jetzt keine Wehe mehr kommt. Also nicht, dass sie dann da so stecken bleibt. Aber ich, das kann ich auch noch erinnern. Das ist wirklich krass. Dann ist das Köpfchen geboren und dann braucht es ja in der Regel dann auch nur noch ein, zwei Wellen. Und dann ist ja auch der Körper da und der ist ja auch so, ne? Genau. Der schleicht sich dann da ja so hinterher. Ja. Ja. Aber irre, ne? Und du hast ja auch in der Wanne geboren, sprich, er war dann ja auch noch unter Wasser. Genau. Ist ja völlig in Ordnung, versorgt über die Nabelschnur. Ja, genau, kam dann ins Wasser und dann ist, ja, ich glaube, dann kommt auch noch mal ein bisschen Fruchtwasser mit raus oder so. Weswegen da dann kommt so einiges dann auch noch mal raus. Und dann lichtete sich aber so das Wasser und dann haben wir ihn gesehen und der war so knalllila und ich dachte so, oh Gott, das Baby ist lila. Und dann meinte Lena, wow, guck mal, was für eine gesunde Farbe der hat. Und dann war ich sofort wieder beruhigt irgendwie. Und ich hatte halt vorher gelesen oder irgendwie gehört, dass man das Baby echt noch unter Wasser lassen kann. Mhm. Weil es ist ja durch die Nabelschnur noch versorgt. Und solange nicht Luft ans Gesicht rangekommen ist, setzt dieser Atemreflex noch nicht ein. Und dann haben wir ihn uns echt noch so ganz kurz unter Wasser angeguckt und haben das erste Mal so sein kleines Gesicht gesehen. Und dann hat er sich aber so ein ganz bisschen direkt bewegt und dann sagte Lena, komm, der will jetzt aber raus, der will hoch. Und dann hat sie ihn genommen und mir direkt auf die Brust gelegt und dann war er da. Ja, Wahnsinn. Ach, das ist so toll. Ja. Echt total schön. Ja, für die Babys ist es natürlich toll, so ins Wasser geboren zu werden, was so die Temperatur vom Fruchtwasser hat. Und nee, super, super schön. Also ja, und dann hast du bist dann, glaube ich, relativ schnell raus aus der Wanne, ne? Genau. So. Es wurde dann recht schnell kalt, glaube ich, einfach das Wasser. Mhm. Da kommt es besser, wenn wir direkt ins Bett gehen und nicht noch so ewig hier im Nassen bleiben, auch für mich. Und dann haben mir alle geholfen, irgendwie aufzustehen. Und ich hatte dieses Kind und irgendwie mit Kind im Arm aus der Wanne steigen ist auch nochmal so eine kleine Challenge. Aber das haben wir alles geschafft und sind dann rüber zum Bett. Und dann haben wir uns da zu dritt reingelegt und konnten irgendwie gemeinsam ankommen. Ich glaube, sie haben einmal ganz kurz geguckt, ob alles okay ist bei Baby und mir, aber wirklich nur so ganz, ganz kurz und dann haben sie uns auch alleine gelassen und erstmal, ich weiß nicht, bestimmt 20 Minuten oder so einfach zu dritt
in dem Geburtsraum liegen lassen. Und Ja, toll. Und dann haben sie wahrscheinlich irgendwann mal geguckt, was ist mit der Plazenta, löst die sich so langsam, ne? genau, und Das dann ist ja so. kamen sie ganz vorsichtig wieder rein und haben dann ja diese erste Untersuchung mit Carlo gemacht. Und ich bin dann einfach im Bett liegen geblieben und Leon durfte das dann alles angucken. Also es war auch direkt daneben, es war quasi auf so einem Wickeltisch neben dem Bett quasi. Genau, und dann kam, glaube ich, erst die Plazenta. Und ja. Ja, also sie haben den Kleinen aber erst versorgt, als die Plazenta geboren war irgendwie, oder zumindest musste er ja irgendwie abgenabelt sein. So, Ach ja. ja, richtig. Ja, So. stimmt. War was. Nicht, Ja. dass sich jetzt hier irgendjemand wundert, wie Stimmt. so Nabelschnur einmal kurz zum Die Tisch ist 4 Meter darüber. lang. Genau, ja, so läuft das normalerweise eben, dass so nach 20 Minuten dann auch irgendwann die Plazenta geboren wird. Und ach super, ich noch mal ganz kurz wollte ich jetzt sagen, also die Geburtsphase bei Amelie, die hat eben schon so was wie, ich weiß nicht, rückblickend wahrscheinlich so 1,5 Stunden oder so gedauert, was schon nicht so kurz ist. Aber das, was sie eben gerade erklärt hat, dieses, ne, Baby ist immer wieder runtergerutscht, also das darf ruhig auch ein bisschen dauern. Also euer Gewebe, euer Körper dankt es euch. Man hört manchmal von so wahnsinnig schnellen Geburten und ist so ein bisschen, dass man denkt, ach ja, das hätte ich auch gern so in 1,5 Stunden, aber die Rausch, also das ist natürlich, die Wellen sind von 0 auf 100, also man kann sich da nicht erstmal langsam einfinden. Und es ist natürlich fürs Gewebe, das hat eben nicht diese Zeit der Dehnung so, und oft haben diese Frauen ganz schöne Geburtsverletzungen. Also das ist natürlich anstrengend, und auch, dass eben so dieser Punkt kommt, oh, ich bin jetzt echt frustriert, ich mache jetzt schon so lange und immer ist das Köpfchen schon halb da und dann wieder weg. Aber es ist wirklich, wirklich für was gut. Das, glaube ich, muss man sich auch immer wieder mal sagen. Ja, man sucht sich das natürlich nicht so richtig aus, ob das jetzt so passiert oder nicht. Aber genau, der Gedanke hilft auf jeden Fall, dass es für einen selber gut ist und dann Ja, die Heilungsphase nicht so schlimm ist. genau, ja. Du hattest so zwei schöne letzte Sätze geschrieben in deinem Geburtsbericht. Darf ich die einmal vorlesen? Ja, klar. Ja, da muss ich mir mal meine Brille aufsetzen. Das spiegelt jetzt wahrscheinlich ein bisschen, aber ich bin ja schon so ein bisschen kurz weitsichtig. Weitsichtig ist man dann. Genau, du hattest geschrieben: Wir verbrachten diese ersten Lebensminuten mit Carlo so überwältigt von unseren Gefühlen. Wir schauten ihn die ganze Zeit an und sagten ihm immer wieder Hallo und konnten nicht glauben, was für einen unendlich niedlichen Sohn wir bekommen hatten. Dieses kleine, nackte, atmende Bündel auf meiner Brust war fast 10 Monate in meinem Bauch gewesen und nun endlich bei uns. Er sah so unglaublich niedlich aus, wir haben uns direkt blitzverliebt in dieses kleine Baby. Carlos Augen sind ganz dunkelblau und schauen ganz wach und weise in diese neue Welt, in dieser neuen Welt umher. Etwas geblendet vom Sonnenlicht, das an diesem schönen Sonntagnachmittag durch die Fenster fällt. Ich finde, das ist so ein schöner Schlusssatz. Und weil die Babys ja wirklich, wenn sie geboren sind, einen so angucken. Ich finde, genauso wie du sagst, so weise und so. Ich habe mir immer vorgestellt, die wollen jetzt sagen: Ja, du bist meine Mutter. So habe ich mir dich vorgestellt, so habe ich es ja auch in der Hypnose, aber ich habe das eben wirklich immer so gedacht, und Ja. das ist schon irre, ja. Ja, total magisch. Total magisch, ja. Also diesen Moment möchte man wirklich festhalten. Also Ja. haltet ihn alle fest. Ja. Macht es euch bewusst, dass das so, ich nenne es immer, so ein Once-in-a-Lifetime-Moment ist. Voll. Und es war auch total schön. Ich habe es also in den Wochen danach dann so langsam aufgeschrieben. Immer mal wieder so getippt. Und jetzt im Nachhinein freue ich mich so doll darüber, dass ich das alles aufgeschrieben habe, weil dieses erste Babyjahr ist ja so crazy und überwältigend und Tag ist irgendwie neu. Deswegen vergisst man das irgendwie alles. Huch, hier passiert gerade ganz viel an meinem Ich höre dich aber und ich Siri. sehe dich. Siri hat sich angeschaltet. Die will jetzt auch mitreden. Genau. Hey, da klinke ich mich Siri, ein. was sagst du Ja, aber es dazu? war total cool, das aufzuschreiben, tatsächlich, um es jetzt irgendwie auch nochmal Revue passieren lassen zu können. Jetzt Weil kommt hier sonst. Musik. Was passiert hier? Sorry. Macht nichts. War ich nicht selber. Das war Siri, egal.
Ja, finde ich auch, dieses Aufschreiben. Und es ist wirklich ganz gut, wenn man damit nicht 3 Jahre wartet, sondern es doch relativ kurz nach der Geburt macht, weil doch vieles irgendwie dann so verschwimmt und verwischt. Und ja, und ich finde auch gerade jetzt, wo du so vor der zweiten Geburt ja stehst, dann ist es doch toll, sich diesen Bericht nochmal wieder rauszuholen und anzugucken. Und ach, ich sage ja immer, also wir haben das ja bei jedem Geburtstag, dass wir nochmal sagen, oh, weißt du noch heute vor einem Jahr, wie wir dann, oder ihr so, wie wir dann da so im Sonnenlicht morgens lagen und die Sonne schien da rein und Carlo lag auf unserer Brust. Und das bleibt ja auch. Und da ist es eben einfach so schön, wenn das ein Erlebnis ist, wo man auch gerne darauf zurückdenkt. Wie schrecklich ist es, wenn man denkt, oh Gott, weißt du noch heute vor mir, es war so furchtbar. So, und darum glaube ich, ist es einfach gut, dass man das alles ein bisschen vorbereitet. So, dass man eben nicht überrascht wird, dass man nicht überrollt wird, dass man guckt, wo möchte ich entbinden, wie möchte ich es mir schön machen, egal ob in der Klinik, ob zu Hause, ob im Geburtshaus, dass man einfach für sich und als Paar so die Voraussetzung schafft, das, was man eben dazu beitragen kann. Es gehört ja dann auch immer noch Glück dazu. Also wir können ja planen und vorbereiten, so viel wir wollen. Es gibt immer noch natürlich auch einen Teil, den wir nicht planen können. Ich sage immer, das Quäntchen Glück, das muss natürlich auch einfach dann dabei sein, so, ne? Aber nicht super schön, Amelie. Ich danke dir total, dass du das hier geteilt hast. Ich bin mir sicher, dass viele Frauen das auch motiviert und inspiriert. Und ich wünsche dir natürlich jetzt für die Geburt einer Tochter, dass es mindestens genauso toll wird. Und dann kannst du mir ja vielleicht davon auch noch mal erzählen. Wäre auf jeden Fall zumindest ist jetzt beim zweiten Mal auch cool, weil man diesen Alternativweg Geburtshaus jetzt nicht mehr so sehr verteidigen muss, wie man das beim ersten Mal musste. Also wir sind da, kann ich auch noch mal kurz erzählen, echt auf viel Gegenwehr gestoßen. Innerhalb der Familie und auch im Freundes- und Kollegenkreis und so, weil dann doch immer gesagt wird, das ist doch nicht sicher und ihr braucht Ärzte in der Nähe und eine Kinderintensivstation und wie kannst du dieses Risiko eingehen, dass du nicht sofort versorgt bist und so. Und ich bin da ganz froh, dass ich da das Selbstbewusstsein irgendwie hatte und gesagt habe, das ist irgendwie mein Weg, den möchte ich gehen. Und das fühlt sich für mich richtig an. Und da kann ich auch noch mal an alle Zuhörerinnen appellieren, dass man sich da gar nicht so sehr reinreden lassen sollte und echt auf sein eigenes Bauchgefühl ja mehr denn je hören sollte. Ja, Weil absolut. Und ich finde, letztendlich geht das ja dann auch erst so los. Also mit, ne, Schwangerschaft, Geburt, welche Untersuchungen möchte ich machen? Und das, wenn dein Baby da ist, hört das ja nicht auf. Dann geht das ja erst richtig los und dass dir immer alle reinreden. Und da sind ja auch so Mütter unter sich. Puh, du möchtest nicht mal eine Diskussion über Impfen und solche Sachen führen in einer größeren Gruppe. Das ist wirklich anstrengend. Und darum finde ich das total wichtig, Amelie, was du sagst, dieses mit dem Bauchgefühl. Ne, ihr seid die Eltern, du bist die Mutter, ihr entscheidet. Und ich würde wirklich allen auch wünschen, dass sie das auch, wenn dann die Babys da sind, so weiter handhaben, weil sonst wird man einfach, ja, verrückt, glaube ich. So. absolut, ja. Das ist ja was, was mich, ich, dich vielleicht auch das Yoga so gelehrt hat. Dieses wirklich dann doch auch bei sich bleiben und auf sein Bauchgefühl vertrauen und rechts und links einfach mal so ein bisschen vorbeiziehen zu lassen. Das muss ich sagen, das habe ich im Yoga ganz gut lernen können. Toll. Und ja auch auf den eigenen Körper zu vertrauen. Also Ja. unser Körper funktioniert wunderbar und gerade während der Schwangerschaft lernt man ja irgendwie nochmal so dieses Wunder des weiblichen Körpers irgendwie noch mehr kennen, Total, ja. dass das überhaupt alles so funktioniert und Leben in uns entstehen kann, ist so faszinierend. Ich glaube, da kommt ja auch jede schwangere Frau irgendwann mal hin an den Punkt, dass sie denkt, wow, ich bin ein absolutes Wunderwerk. Absolut. Und das hört ja auch nicht auf mit der Geburt. Ich finde, das ist ja auch im Wochenbett, wenn man da mal so, ich werde da bestimmt mal eine Reihe machen, so eine kleine Podcast-Reihe. Es gibt ja so die ersten 10 Tage, wo jeden Tag irgendwelche neuen Dinge stattfinden an Rückbildungsprozessen, Sachen, wie das alles Hand in Hand geht, das hätte wirklich kein Architekt, niemand hätte das irgendwie sauberer und toller planen können. Also finde ich auch, dass da ist man schon ganz schön demütig auch und ehrfürchtig so ein bisschen denkt so, wow, das Ja. passiert hier gerade alles und ich muss gar nichts dazu tun. Das findet einfach so statt, wie toll. Ja.
Und man wünscht sich ja immer so ein bisschen auch was abgeben zu können an die Männer. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch ja, total faszinierend, dass das irgendwie alles bei uns so in Gang gesetzt wird und die Männer dann dafür in diesen Versorgungsmodus gehen können und Ja, voll für uns da sein können und genau, im Wochenbett heilen. besonders, ja. Ja. Da sprechen wir aber auch nochmal von anders drüber. Wochenbett, Ja. und es passiert ja so viel. Ihr Lieben, ihr seht schon, es fiel Amelie und mir wirklich schwer, ein Ende zu finden. Und wir haben im Anschluss noch mindestens eine halbe Stunde weiter geplaudert. Ich denke, ich werde auch ganz bald mal ihren Mann als Gast bei mir haben. Wenn euch diese Folge heute gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du mir eine positive Bewertung oder einen Kommentar dalässt. Und ich freue mich auch immer über Fragen, über Anregungen, auf die ich dann in der nächsten Folge eingehen kann. Für heute wünsche ich euch erst einmal einen schönen Tag. Alles Gute, liebe Grüße, deine Marleen.